Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, wo ist jetzt das Viech hin? Aha, das hat sich beruhigt. Inzwischen, wo Ray ist, kann ich gerade nicht sagen. Er wird wohl hoffentlich wieder auftauchen. Ah, da kommt er schon. Und wir möchten das Viech hier klatschen. Das, diese Steinqualle. Oh, hoppala. Ich habe das falsch. Ja. Sagt's bitte nichts. Ich habe die falschen Waffen ausgerüstet gehabt. Ja. So, trinken wir noch schnell ein Schlücklein. Ich brauche dann dringend eine Werkbank. Um neue Heiltränke zu kreieren. Kreieren ist falsch gesagt. Zu bauen. So. Ich gehe verrecken. Au! Na, Viech! Da, immer schön ins Kreuz rein. Da muss das ausschauen. Ja. Zack, 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 zack. Immer feste drauf. Au. Das war nicht gut. Schnell was trinken. Au. Da muss ich ausschauen. Da, ein bisschen noch den Hammer. So, ja. Hier mit deinem Zeug. Passt. Das ist speicherungswürdig. So, lala. Da ist er. Ja, bitte. Sehr gut. Und dann, ja, puh. Nachdem wir gegen diese Viecher gleich gar keine Chance haben, brauchen wir eine neue Quest. Gut. Tavar vielleicht. Die Mutprobe. Radioaktives Gas verseucht. Er hat mir eine Belohnung versprochen, wenn ich dorthin gehe und ihm einen Energieverstärker besorge. Jetzt ist die Frage, ob wir sowas schon haben. Was haben wir hier? Eine versprengte Einheit. Frank wurde von Outlaws gefangen genommen. Ich soll mich mit dem Rest seiner alten Einheit abstimmen, wie man ihm helfen könne. Laut der Koordinaten sollte ich im Osten auf sie stoßen. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht, ne? Aha, da kommen wir gar nicht so verkehrt hin. Ja, passt. Sagen wir ja. Warten wir uns mal dahin. Dann schauen wir mal. So, irgendwie da lang. Da knutscht wieder das Hundilein herum. So. Dab, 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 dab. Da haben wir ein Lagerfeuerchen. Aha. Okay. Naja, vielleicht können wir was. Ein Bier, ja, ist auch nicht schlecht. Vielleicht können wir ja was kochen. Und zwar, die Knochenmarkbrühe hilft nichts. Wir brauchen großen Heiltrank und Wein. Wir haben beides nicht. Dann den Steakteller. Der wird sie wieder anbieten. Ja, Angriffsstärke plus 10. Warme Suppe. Resistenz Frost. Da haben wir, glaube ich, ein paar, oder? Bin mir gar nicht sicher. Würde ich sagen, ja, 4 von denen können wir locker mal machen. Das passt schon. Strahlungsresistenz, diese Asselsuppe. Können wir auch 5 kochen. Ja. Apfelschnaps, der regeneriert gar nicht schlecht. Machen wir auch 2. So, das passt jetzt schon mal. So. Heureka! Aha, da ist alles voller Minen. Die Todfeinde von Ray. Was ist das Weiße da drüben? Hä?
Hä? Was ist das? Ich hoffe mal nichts Wichtiges. Alte Münze. Aha. Aha, da hat es jemanden zerrissen. Okay. Okay. Dietrich, alte Münze, alte Münze, alte Münze. Alte Münze, gut. So. Dann hier rüber. Und darüber. So, hoffentlich sind da keine Minen. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Himmelszeiten, ey. Au! Bestrate, echt, ne? So, weg mit dir, saufig. So, ich könnte was zum Schlafen gebrauchen, wenn es so weitergeht. Also, wir speichern jetzt mal lieber, bevor ich hier wieder drauf gehe. Ich meine, das tue ich sowieso, aber ja. Ihr kennt es euch schon aus. Da ist sicher auch eine Pestrate daheim. Ja, ja, na klar. Ja, weg mit dir. Passt. Erledigt. So. Die Pflanze kann eh nichts, glaube ich. Dann müssten wir hier irgendwie weiter. Hüpf. Ein Schlafplatz wäre mal nicht schlecht. So. Jetzt ist die Frage, sind die oben oder unten? Ich glaube, die sind eher unten, oder? Warte, Karte. Ja, da ist eine Schlucht. Die da drüben, da müssten sie sein. Oder auch nicht. Ah, sind doch oben. Ha, ha, ha. Sehr witzig. So. Die erste Instanz, wir warten. Dann noch ein Stück hoch. Dann passt das nochmal schon. So. Na komm, hoch. So, ja. Dann sind wir ja schon da, ne? Da sind sie ja schon, die Herrschaften. Ich verstehe kein Wort. Da sind sie schon, die Herrschaften, habe ich gesagt. Unglaublich. Hallo, Hartmut. Halt! Keinen Schritt weiter. Wie lautet die Parole? Ich kenne die Parole nicht. Einem Kleriker bin ich keine Rechenschaft schuldig. Falsch. Kenne ich nicht. Ich kenne die Parole nicht. Ganz schön mutig, das auch noch zuzugeben. Wie hast du von dieser Position erfahren? Unsere Stellung sollte eigentlich vor neugierigen Augen verborgen sein. Aber scheinbar haben wir unsere Spuren nicht gut genug verwischen können. Es war reiner Zufall, dass ich auf euch gestoßen bin. Die Spuren waren nicht zu übersehen. Ich habe die Koordinaten im Fort bekommen. Ja, genau. Ich habe die Koordinaten im Fort bekommen. Was? Aus dem Fort? Dann hast du sicher mit einem meiner Soldaten geredet. Frank ist sein Name. Ich brüte schon seit Tagen über einen Plan, wie ich ihn dort raushauen kann. Willst du gar nicht wissen, wie es Frank ergangen ist? Brauchst du Hilfe bei der Befreiungsaktion? Wie lautet dein Einsatzbefehl? Ja, fragen wir mal so. Ne, von oben nach unten. So. Willst du gar nicht wissen, wie es Frank ergangen ist? Solange er lebt, interessieren mich die Einzelheiten nicht. Das mag kalt erscheinen, aber ich werde ihn, sobald wir ins Hauptquartier zurückkehren, zu einem unserer Suggestoren schicken. Er wird dadurch keinen Schaden erleiden, aber ihm werden die Erinnerungen genommen, die seine Kampfkraft einschränken könnten. Solange also sein Körper keinen wesentlichen Schaden genommen hat, wird er bald wieder zu 100% einsatzbereit sein. Ah, nicht schlecht. Brauchst du Hilfe bei der Befreiungsaktion? Ja. Brauchst du Hilfe bei der Befreiungsaktion? Deine Hilfe wäre mir willkommen. Denn wenn ich mich in die Höhle des Löwen wage, lande ich unter Garantie in ihrem Käfig. Bei dir stellt sich die Situation aber anders dar. Du siehst nicht so aus, als würdest du ihnen Probleme bereiten. Das heißt zwar nicht, dass sie dir vertrauen, aber sie werden dich wohl kaum mit mir in Verbindung bringen. Irgendeine Idee, wie wir deinen Kameraden aus dem Fort befreien können? Wie lautet dein Einsatzbefehl? Na, das obere. Irgendeine Idee, wie wir deinen Kameraden aus dem Fort befreien können? Es macht keinen Sinn, sie an die alten Verträge zu erinnern, die beim großen Konzil von Magallan beschlossen wurden.
Darum müssen wir den Haufen anders ködern. Und was eignet sich da besser als Elexit? Wenn die Summe stimmt, sollte dieser Logan der Freilassung zustimmen. Aha. Das große Konzil von Magallan? Ich habe genug gehört. Was? Das große Konzil von Magallan? Ja, das ist nun schon fast 100 Jahre her. Damals war die Menschheit so zerstritten, dass ein Nicht-Angriffspakt auf unser Drängen hin von allen Gemeinschaften beschlossen wurde. Fast 40 Jahre lang herrschte dann Frieden, aber der war trügerisch. Insgeheim hat wohl jede Gruppierung ihre Reihen wieder aufgestockt, um im nächsten Krieg die Oberhand zu behalten. Warum hält sich heute dann kaum noch jemand dran? Weil wir Menschen dumm sind. Und ich schließe uns Kleriker da nicht aus. Seinerzeit stritten wir mit den Berserkern um ein Elex-Vorkommen. Sie brauchten es wohl für ihr Mana, wir als Antrieb unserer Maschinen. Als wir uns nicht einigen konnten, sprachen erneut die Waffen. Ja, das ist Mensch. Und wie ging es dann weiter? Damals kannten wir noch nicht die Kraft, die ihr Mana entfesseln kann. Wir waren arrogant und haben uns auf unsere Maschinen verlassen und unsere Soldaten nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Auch wenn anfänglich alles nach einem Sieg aussah, wendete sich das Blatt, als unsere Maschinen versagten. Von dieser Niederlage haben wir uns bis heute noch nicht erholt. Ja, das kann passieren. Du hast die Outlaw in deiner Geschichte ausgesperrt. Ausgespart. Ich habe genug gehört. Na, die Outlaws. Du hast die Outlaws in deiner Geschichte ausgespart. Weil sie meinen Atem nicht wert sind. Aha. Schon kurz nach dem Konzil haben sie immer wieder gegen die Beschlüsse verstoßen. Meist blieb es bei kleineren Überfällen. Aber es hat sich abgezeichnet, dass sie irgendwann wieder den großen Sprung wagen würden. Ich habe genug gehört. Gut, sag mir, wenn du vorhast, zum Pfor aufzubrechen. Unser Mann muss befreit werden. Jawohl. Gib mir die Splitter, ich werde mit Logan handeln. Jawohl. Du sollst sie haben. Ich erwarte, dass du das Elexit ausschließlich für die Freisetzung des Gefangenen investierst. Ist logisch. Na dann, wie lautet der Einsatzbefehl? Seit in Tavar ein neuer Mann an der Spitze ist, hat sich die Situation verändert. Vor ihm hatte ein gewisser Baxter die Zügel in der Hand. Aber seit er gestürzt wurde, haben wir einen großen Informationsbedarf. Niemand von uns hatte diesen Kerl samt seiner Meute auf der Agenda. Und diese Lücke versuche ich zu schließen. Viel Spaß beim Versuchen. Bursche, fordere dein Glück nicht heraus. Jawohl, okay. Kann ich vielleicht... Tag im Dreck herum. Oh, verdammt. Ich würde gern ein Bettchen mir ausbauen. Ich bin hundsmiert und... Ich verstehe kein Wort. Ziemlich angeschlagen. Ein Bad haben sie ja auch. Wie schön. Ein Bett wäre nicht schlecht. Und die Kleriker kann nie schlafen. Schlafen die im Stehen. Das kann sein. Das kann ich dann leider nicht. Kein einziges er Bett. Liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Propaganda. Nehmen wir mit. Kleriker. Mhm. Wie soll das alles nur enden? Ein Bett, bitte. Nur eines. Ja, ich glaube schon. Gar nichts, ne? Die haben überhaupt nichts. Nada, null. Die haben nichts. Gut. Sei lieber dann still. Kein Bettchen. So, dann tun wir mal speichern. Dann müssen wir uns halt das Bättchen bei den Outlaws holen. Und unserem, wir haben eigentlich eher ein eigenes Hiddel dort, ne? Also. Ach, ja, ach du Scheiße, das kannst du laut sagen. So, so. Gut, Befreiungsaktion, das Lösegeld. So. Wie kannst du das sagen? Das mal und dann glaube ich... Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Ich habe gar keine Ahnung, wo unser Haus eigentlich ist. Barkeeper. Ich verstehe kein Wort. Big Jim. Ich habe das nämlich voll vergessen. Das kann wirklich nicht enden. Ich glaube in der Nähe von Red ist es, ne? Die Kaischen. Warten wir uns mal dorthin. Können wir auf dem Sofa schlafen? Na. Vielleicht im Tuke sein Bettchen.
Das geht echt. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Geil. Na gut. Macht nix. Ist zwar nicht ganz sauber, aber was soll man machen? So, halt. Ich wollte eigentlich darauf. Wie habe ich das geschafft, die Stiege zu verfehlen? Logan! Sag mal, bist du taub? Der Big Bang soll endlich ausgeliefert werden. Geh zu Konrad und mach ihm Beine. Sonst mach ich das. Und dich werfe ich den Schakalen zum Fraß vor. Klar? Kann es nicht irgendwie beschleunigen, einer deiner Outlaws zu werden? Ich will Frank freikaufen. Ja. Ich will Frank freikaufen. Frank? Ah ja, ich erinnere mich. Überrascht es dich, wenn ich antworte? Nur zu? Der Kerl hat sich durch unsere Folter nicht brechen lassen und mir keine brauchbaren Informationen geliefert. Also habe ich keine Verwendung mehr für ihn. Außerdem denkt die Made, wir sind ein Haufen dummer Schläger. Wenn er diese Einschätzung seinen selbstgerechten Anführern in Ignadon berichtet, werden sie mich nicht als Gefahr einstufen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich unter ihrem Radar weiter ungestört meine Pläne schmieden kann. Zahl mir also das Lösegeld und dann kannst du ihm sagen, dass er verschwinden kann. Das ging ja einfacher als gedacht. Bitteschön. Hier, das Lösegeld. Weißt du was? Ich habe es mir anders überlegt. Behalt das Kleingeld. Du hast keinen Eid auf ihren lächerlichen Gott geschworen und das honoriere ich. Darüber hinaus überlasse ich es dir, dem Gefangenen Bescheid zu geben. Und bevor du gehst, ein gut gemeinter Rat. Sieh meine Großzügigkeit als Entscheidungshilfe an, wem du dich anschließen solltest. Wer mir die Treue schwört, den lasse ich nicht am langen Arm verhungern. Da, das ist ja voll nett. Du dankst ja, Freund. Dann können wir die gute Nachricht doch gleich verbreiten, oder? So, wo ist er denn eigentlich? So, Typi. Befreiungsaktion. Zack. Zack. Ah, das zeigt uns eh an, wo wir hin müssen. Gott sei Dank, den hätte ich nie mehr gefunden sonst. Heureka! Herr Frank. Da sitzt da. Kumpel, du hast deine Folter hinter dir. Also. Ich habe mit Hartmut gesprochen. Du bist auf unseren Gruppenführer gestoßen? Seit wann lässt er sich hinab, mit einem Außenstehenden zu reden? Er wirkte auf mich alles andere als abweisend. Ah. Wenn er dir vertraut, war mein Misstrauen dir gegenüber wohl etwas verfrüht. Er gab mir den Auftrag, dich freizukaufen. Das hört sich gut an. Aber ich sollte meine Euphorie bremsen. Noch sitze ich hier. Wie soll ich die Outlaws überreden, dich gehen zu lassen? Das Lösegeld ist bezahlt, du kannst gehen. Na, fragen wir mal blöd weiter. Vielleicht springt für uns dabei was raus, ne? Wie soll ich die Outlaws überreden, dich gehen zu lassen? Leidest du unter Gedächtnisschwund? Hartmut hat dir doch ein Lösegeld mitgegeben. Zumindest waren das deine Worte. Ich halte mir gern meine Optionen offen. Also wäre es klug von dir, meine Frage zu beantworten. Schon gut, immer der Reihe nach. Ich sitze hier schon eine Weile und habe sie beobachtet. Nennenswerte Lücken sind mir nicht in ihrer Wachroutine aufgefallen. Dabei habe ich gehofft, dass dieser disziplinlose Haufen Fehler macht. Also, irgendwelche Ideen? Dann sehe ich keine Möglichkeit, dir zu helfen. Na, irgendwelche Ideen? Also, irgendwelche Ideen? So wie ich das sehe, haben wir nur eine Handvoll Optionen. Wie gesagt, ich werde rund um die Uhr bewacht. Dieses Biest von einer Frau nimmt mich dabei ganz besonders in Augenschein. Iron Madison wird sie von dem Abschaum hier gerufen. Das Einzige, was ich über sie weiß, dass diese Cindy aus dem Vergnügungsviertel sie nicht leiden kann. Du könntest sie mal aushorchen. Vielleicht können wir ihre Abneigung gegen Iron Madison zu unserem Vorteil ausbauen. Mehr muss ich nicht wissen. Du bist wohl kurz angebunden. Soll mir recht sein, wenn ich nur bald hier rauskomme. Na gut. Dann schauen wir uns das doch mal an, oder? Schauen wir uns das doch mal an. Also speichern. Sicherheitshalber. Oh, und der Part ist schon wieder zu Ende. Aber ich glaube, den Weg zur gnädigen Frau
können wir noch machen, glaube ich, ne? So. Sprich mit Cindy. Aus Marzahn. Jo, die ist da drüben. Passt, dann können wir direkt dorthin. Da stiefeln wir noch hin und inzwischen verabschiede ich mich schon mal von euch. Jo. Es ist schauderhaft schrecklich, wie die Zeit vergeht. Solche Kerle kann ich nicht leiden. Oh. Da halte ich mich raus. Da komme ich mit dem Chatback nie rüber. Da wäre die einzige Verbindung. Na, na. Ich glaube, da porten wir uns rüber. Das war ist so besser. Klar. So. Das so. Nesson, ne? So. Jo. Na, Fisch. Also nochmal, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir laufen jetzt noch schnell zur Cindy und hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!